Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir melden uns hier aus Melbourne, direkt aus der Innenstadt am schönen Yarra River, um über den Grand Prix von Australien zu sprechen. Es ist viel passiert am Wochenende. Max Verstappen hat mal nicht gewonnen. Schmidti, der 10. Sieg blieb ihm verwehrt. Die neutralen Fans werden wahrscheinlich gejubelt haben, als er ausgefallen ist. Aber ist es dadurch nicht ein schönes, spannendes Rennen durch die Lappen gegangen? Ja, wahrscheinlich schon. Also mit Max Verstappen im Rennen hätte Carlos Sainz sicher mehr Gegenwehr gehabt, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es hat für alle überwiegt, dass man der Red Bull nicht gewonnen hat. Ich glaube, selbst bei Red Bull hat man sich irgendwo gefreut. Helmut Marko hat gesagt, Gott sei Dank ist das jetzt mal aus dem Weg. Jetzt müssen wir uns die Fragen nicht mehr anhören. Könnt ihr alle Rennen in diesem Jahr gewinnen? Aber eins ist ganz klar, Max Verstappen wäre sicher ein Gegner geworden für Carlos Sainz. Obwohl ich glaube, dass Ferrari das Rennen wirklich aus eigener Kraft hätte gewinnen können. Man muss sich nur den Rückstand von Perez anschauen. Ja. Der war in Bahrain und in Jeddah einmal 22, einmal 13 Sekunden zurück. Hier war der Abstand deutlich größer zum Sieger. Das heißt also, dass Verstappen hätte kämpfen müssen. Ja, warum war Red Bull hier nicht so ganz dominant wie sonst? Warum waren sie verwundbar? Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Das eine ist zunächst einmal diese Rennstrecken, wo das Körnen der Reifen der bestimmende Faktor ist. Da gibt es ja nur ganz, ganz wenige. Las Vegas war so eine Rennstrecke und auch letztes Jahr in Las Vegas hatte Red Bull seine Probleme. Und es ist meistens dann eben so, glatter Asphalt, schnelle Kurven und die weichen Reifenmischungen, dann schält diese oberste Gummischicht von der Lauffläche ab. Ja. Und wenn man da zu viel Energie in den Reifen reinbringt, und das tut der Red Bull natürlich, weil er wahnsinnig schnell in den Kurven ist, dann hat man da seine Mühe. Das ist der eine Grund, also da schon mal von der Voraussetzung her, die Strecke nicht ideal war für Red Bull. Die zweite ist, es ging eigentlich von Anfang an alles schief. Max Verstappen ist gleich im ersten Training über den Randstein in Kurve 10 gefahren, hat sich dabei den Unterboden beschädigt, auch das Chassis war beschädigt. Das hat über 3 Stunden gedauert, bis das repariert war, hat dann auch 20 Minuten verloren im zweiten Training, also da, wo die Longruns gefahren werden, war da schon quasi hinten dran. Einen Tag später erfährt man, der Motor muss auch noch getauscht werden. Dann hatten sie ständig Probleme mit Untersteuern. Man versucht ja nicht, das Graining loszuwerden, ist es aber nicht losgeworden. Hat dann gerade so fürs Qualifying eine Abstimmung hingekriegt. Aber man hatte da schon das Gefühl, die haben vielleicht jetzt eine Abstimmung für eine Runde gefunden, aber im Rennen könnte sie wieder einholen. Und Perez hat mir nach dem Rennen erzählt, er hat im ersten Stint massives Körnen auf den Hinterreifen. Ja. Dann hat man ein paar Änderungen beim Boxenstopp vorgenommen, was man halt machen kann. Luftdruck, Frontflügeleinstellung. Und dann hat sich das auf die Vorderachse niedergeschlagen. Also er ist eigentlich nie richtig mit seinem Tempo gefahren. Ferrari aber ein starker Eindruck gemacht, wie letztes Jahr in Las Vegas, Singapur. Du hast schon erzählt, diese Art von Strecken liegen dem Auto scheinbar. Können die jetzt vielleicht auch mit dem, was sie gelernt haben, auch mit dem neuen Modell, auch auf anderen Strecken Red Bull gefährlich werden? Also ich würde mal sagen, Ferrari hat die ersten 3 Rennen schon eine super Figur gemacht. Die hatten kaum Fehler drin, kaum Pannen. Die Wochenenden sind für ihre Verhältnisse sehr, sehr ruhig abgelaufen, mit Ausnahme natürlich dieser Blinddarmentzündung von Carlos Sainz. Das kann man ja nicht einplanen, aber selbst dann mit Oliver Biermann ist eigentlich alles gut gelaufen. Und das ist das eine, das Auto ist einfach zu fahren, das Auto ist konstant berechenbar. Und es ist gut auszubalancieren. Und das ist ja das Wichtigste beim Reifenverschleiß. Deswegen haben die auch einen relativ geringen Reifenverschleiß im Rennen, was ihnen natürlich ein bisschen Luft gibt, auch ein bisschen mehr beim Setup rumzuspielen und dann eben den Speed zu finden. Natürlich waren sie in den ersten beiden Rennen noch nicht auf Red Bull-Höhe. Aber man muss dazu sagen, in Jeddah, Leclerc, letzte Runde, schnellste Runde, im direkten Vergleich mit Verstappen, der das ja auch probiert hat, das zeigt schon, da hat sich was bewegt seit letztem Jahr. Das wäre nie und nimmer möglich gewesen 2023. Also Ferrari ist schon auf einem guten Weg und man hat wirklich das Gefühl gehabt, die haben sich seit Bahrain über Jeddah bis Melbourne kontinuierlich verbessert. Ja. Und wie Vasseur schon gesagt hat, das Wichtigste für Ferrari ist, ein sauberes Wochenende hinzukriegen, wo alles funktioniert, wo man mit dem Setup sich nicht groß vertut, wo es keine Pannen, keine Zeitausfälle gibt. Ja. Dann kann man Red Bull unter Druck setzen. Und wenn sie unter Druck sind, dann machen sie eben auch Fehler. Und die Fehler waren ja nicht nur, dass der Verstappen da mal auf den Körb gefahren ist, das kann jedem passieren. Der Fehler war halt auch, dass sie ewig gebraucht haben, bis sie ein einigermaßen akzeptables Setup gefunden haben. Ja, wir müssen natürlich noch ein Wort über Carlos Sainz verlieren. Super Leistung das ganze Wochenende und das nur 16 Tage nach seiner Blinddarm-OP. Jetzt hat Ferrari ihn quasi schon vor der Saison vom Hof gejagt. Nächstes Jahr muss er sich einen neuen Job suchen. Hat Ferrari da den falschen Fahrer ausgetauscht oder anders gefragt, ist Lewis Hamilton wirklich besser, der dann ihn ersetzen soll? Ja, man muss eigentlich schon davon ausgehen, dass ein 7-facher Weltmeister und Rekordsieger besser ist als Carlos Sainz. Carlos Sainz fährt jetzt natürlich um sein Leben, kann man quasi sagen, um den bestmöglichen Vertrag. Es geht ja dann nicht nur um Audi, wo er natürlich immer wieder hingeschrieben wird, wo es auch ein bisschen Druck gibt jetzt schon von der Sauberseite, dass sich Sainz endlich mal entscheidet. Aber der schaut natürlich,
Wird bei Mercedes was frei? Oder ist, da ist ja, ja was frei, aber was wird da frei? Was passiert bei Red Bull? Vielleicht geht Verstappen woanders hin. Also der will sich natürlich positionieren, ist extra motiviert. Dazu kommt, dieses Auto ist einfach zu fahren. Und ja, das hilft dem Sainz. Der Leclerc wird, wenn das so weitergeht, sicher dran zu beißen haben. Es kann jetzt natürlich passieren, in dem Maße, in dem man versucht, mehr Abtrieb zu finden, wird das Auto natürlich wieder ein bisschen kritischer. Ja. Und das könnte dann wieder die Stärke von Charles Leclerc sein. Ja, wir haben schon kurz Mercedes angesprochen. Wieder ein sehr durchwachsenes Wochenende. Im dritten Training sah es kurz so aus, als könnten die wirklich mit Red Bull und Ferrari vorne mitfahren. Und danach ging plötzlich gar nichts mehr. Was war da los? Was waren die Gründe? Das ist das große Rätsel dieses Mercedes. Er zeigt wirklich Momente, wo man wirklich denkt, ja, da, das ist ein Siegerauto, das ist ein Auto, mit dem man um die Pole Position fahren kann. Du hast das dritte Training angesprochen. 3 Stunden später, das Einzige, was sich geändert hat, 6 Grad mehr Asphalttemperatur, ein bisschen mehr Wind, natürlich mehr Gummi auf der Rennstrecke. Können die Zeiten vom dritten Training, also Hamilton konnte sie gar nicht erreichen. Russell hat sie um 1/10 oder was, oder 1,5 Zehntel unterboten. Aber Red Bull wurde 8 Zehntel schneller, Ferrari 7 Zehntel, McLaren 7 Zehntel. Also alle haben Zeit gewonnen, nur Mercedes nicht. Und keiner konnte sich erklären, warum. Im Rennen wieder das gleiche Spiel. Russell unauffällig die ersten beiden Stints. Im zweiten Stint hat er phasenweise auf Alonso verloren. Und im dritten ist er plötzlich da und holt den Rückstand auf Alonso schnell auf, fährt dann hinten drauf. Also da hat das Auto plötzlich wieder funktioniert. Und das ist das, was man bei Mercedes eben nicht versteht. Warum ist das Auto einmal gut und, man muss sagen, die meiste Zeit eher schlecht. Ja. Und wenn wir uns jetzt den Vergleich zu Jeddah anzeigen, weil das große Problem in Jeddah waren ja die schnellen Kurven. Da hat man eine halbe Sekunde in 3 Kurven verloren. So, dann haben die Analyse betrieben, haben sich angeschaut, was war da eigentlich los und haben festgestellt, sie wollten natürlich auf den Geraden schnell sein. Dann fährt man relativ tief und stimmt das Fahrwerk so ab, dass ab einer bestimmten Zeit ein Strömungsabriss unter dem Auto eintritt, dann ist man schnell auf der Geraden. Ja. Das Dumme war, sie konnten diesen Strömungsabriss, diesen Punkt des Strömungsabrisses nicht genau bestimmen. Es ist immer schon bei 230 km/h losgegangen, hat mir Toto Wolff gesagt. Das war natürlich viel zu früh. Und alles, was man gemacht hat, diesen Punkt nach hinten zu verschieben, hat nicht funktioniert. So, jetzt ist man nach Melbourne gekommen, hat gesagt, wir müssen schauen, dass wir in den schnellen Kurven ein bisschen besser sind. Hat auch funktioniert, dafür haben dann die langsamen Kurven wieder Probleme gemacht. Und in Jeddah war der Mercedes der schnellste auf der Geraden, in Melbourne war er fast der langsamste. Also man sieht, man ist da in einem Irrgarten, aus dem man offensichtlich nicht herauskommt. Ja, glaubst du, dass Mercedes überhaupt noch mal dieses Jahr rankommen kann an Ferrari, an Red Bull? Oder sind die gerade so verloren, dass die auch mit der Weiterentwicklung da noch im Wald stehen? Ja, ich glaube, Weiterentwicklung macht im Moment nicht viel Sinn, weil man erstmal erkennen muss, was ist eigentlich mit diesem Auto los. Man glaubt ja immer noch, dass das Fundament dieses Autos gut ist, weil verschiedene Dinge, die letztes Jahr überhaupt nicht funktioniert haben, jetzt funktionieren. Nur, wie gesagt, wenn man dieses eine Problem, dieses Verständnis, was unter dem Auto passiert, nicht gewinnt, dann ist die Saison natürlich verloren. Toto Wolff glaubt auch nicht mehr, dass es jetzt irgendwas damit zu tun hat, dass das Auto aufsetzt und mit dem Bouncing. Er hat das Gefühl, oder viele natürlich im Team, auch einige Ingenieure haben das Gefühl, dass sich bei einem bestimmten Bodenabstand die Strömungsstrukturen unter dem Auto, das sind ja verschiedene, das ist ja nicht nur eine, weil es ja jede Menge Kanäle gibt, dass sie sich irgendwie aufheben, der eine den anderen stört und dass dann wirklich ein Phänomen auftritt, was man nicht simulieren kann und was man auch dann natürlich im Windkanal oder bei den Simulationen nicht erkennen kann. Ja, im Rennen Hamilton ausgeschieden durch Motorschaden. Russell an der spektakulärsten Szene beteiligt, kurz vor Schluss, letzte Runde, bei der Verfolgung von Fernando Alonso ist er in die Mauer gekracht und hat sich dann halb überschlagen noch. Am Ende hat Fernando Alonso eine Strafe dafür bekommen. Kannst du kurz erklären, was da genau los war, was man ihm vorgeworfen hat und ob es aus deiner Sicht berechtigt war? Ja, Alonso musste sich wieder mal verteidigen, weil hinten raus gingen bei dem Aston Martin die Reifen ein. Wie gesagt, der Mercedes ging plötzlich wie die Hölle. Ja. Russell sehr schnell aufgeschlossen. Die letzten 5, 6 Runden waren im DRS-Bereich. Alonso hat natürlich wieder jeden Trick ausgepackt, wie wir das von ihm kennen. Und letzte Runde wurde es dann doch relativ kritisch, weil Russell ziemlich nah dran war. Und er hat dann in dieser Kurve 6, die sich ja inzwischen als die Killerkurve von Melbourne erwiesen hat, da hatte Albon den Ausgang, da hatte in der Formel 2 Hauge einen Unfall. Ja. Dann hat er eben zu, sagen wir mal, wirklich grenzwertigen Verteidigungsmethoden gegriffen. Er ist sehr früh vom Gas gegangen, hat sogar ein bisschen gebremst, wobei die Sportkommissare zugegeben haben, das Bremsmoment war eigentlich vernachlässigbar. Ich glaube, da kommen wir vielleicht danach noch dann kurz drauf, wie hoch das war. Hat dann gemerkt, dass es ein bisschen zu langsam ist, wieder aufs Gas gegangen, hat dann kurz vor dem Scheitelpunkt nochmal Gas weggenommen
Und dadurch, dass Russell so schnell aufgeschlossen hat, war er natürlich, erstmal hat er ein Ausweichmanöver versucht, hat Abtrieb verloren, ist dann eben abgeflogen. Und Alonso hat sich verteidigt. Er hat genau gesagt, was er eigentlich vorhatte. Ja. Ja, und das ist eben eine der Möglichkeiten, wie man sich verteidigen kann oder darf. Und es war sicher extrem. Und ich muss sagen, eigentlich müsste Russell wissen, was da passiert vor ihm. Er ist ja auch Rennfahrer, er würde es vermutlich genauso tun, vielleicht nicht ganz so extrem wie Alonso. Aber er kennt Alonso, er weiß, dass er mit allen Mitteln kämpft. Und das hätte er meiner Ansicht nach antizipieren müssen. Und eben dann auf der Gegengerade seine Chance suchen müssen, dran vorbeizufahren. Ja, Aston Martin war richtig sauer hinterher. Pedro de la Rosa, der gute Freund und Berater vom Team, hat ja auch richtig gewütet. Kann man den Ärger da verstehen, deiner Meinung nach? Ja, also Pedro de la Rosa sagt, hey, die Sportkommissare, wenn sie jetzt schon auf das Fahren Einfluss nehmen, das ist zu viel. Also wenn einer einen Fehler macht, meinetwegen. Aber hier geht es um eine Verteidigungsschlacht. Da gibt es bestimmte Techniken, Taktiken. Ja. Und das muss man, solange es jetzt wirklich nicht böswillig ist. Und er hat ja nicht direkt auf der Gerade gebremst. Er hat natürlich auf der Anfahrt zu dieser Kurve verlangsamt. Dann muss man das dem Fahrer gewähren lassen. Und er findet, das ist das Ende des Motorsports, wenn jetzt die Sportkommissare auch noch, wie gesagt, ins Fahren eingreifen. Man muss dazu sagen, die Teamleitung von Aston Martin war ein bisschen sauer, weil wir hatten ja schon mal einen klassischen Bremstest. Das war 2021 in Jeddah, als der Verstappen den Hamilton hat auflaufen lassen, da auf der Gerade, da war eine Kurve noch weit weg. Und Verstappen hat damals 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Er ist damals mit 69 Kilogramm Bremsdruck ins Pedal gestiegen. Bei Alonso war es unter 10. Also das ist ein Riesenunterschied. Der kriegt jetzt 20 Sekunden. Hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass man in diesem Jahr die Strafen wieder verschärfen will. Das war auch ein Wunsch der Fahrer, muss man sagen. Und es wäre eigentlich eine Durchfahrtsstrafe gewesen, aber natürlich kann man die in der letzten Runde nicht mehr anwenden. Wie siehst du generell das Kräfteverhältnis im Verfolgerfeld? McLaren hat ja richtig gut gepunktet jetzt am Wochenende. Sind die deiner Meinung nach dritte Kraft hinter Red Bull und Ferrari? Haben die einen Schritt nach vorne gemacht? Sie sind dritte Kraft, vielleicht nicht ganz so deutlich, wie es in Jeddah und jetzt auch in Melbourne ausgesehen hat. Lando Norris hat es ja angesprochen, die Strecke hat da sicher geholfen. Es sind halt hauptsächlich schnelle Kurven, die kann der McLaren in den paar langsamen Kurven, die so einen mittleren Radius haben, haben sie immer noch Probleme, gibt auch Andreas Stellar zu. Das ist eine Baustelle, daran müssen sie arbeiten. Ich würde sagen, sie sind Nummer drei, aber nicht ganz so deutlich, wie es jetzt im letzten Rennen den Anschein hatte. Man muss natürlich sagen, wie gesagt, Mercedes ist neben der Spur, die meiste Zeit jedenfalls. Aston Martin hat ein Problem mit dem Reifenverschleiß. Ja. Lance Stroll hat erzählt, vergesst dieses Rennen in Bahrain, wo ich von hinten auf Platz 10 gefahren bin. Unser Reifenverschleiß ist höher als im letzten Jahr. Für die hinten reicht's, was also kein gutes Bild auf die hinteren Teams abwirft. Aber für die vorderen reicht es eben nicht. Da sind wir weiter hinterher. Alonso hat dann auch erzählt, man sieht das an dem Unterschied zwischen der Performance im Qualifying und im Rennen. Im Qualifying zünden die Aston Martin relativ schnell die Reifen an. Deswegen sind sie da eigentlich ganz gut bei der Musik. Diesmal nicht, weil Alonso sich zwei Fehler geleistet hat. Hat ja auch zwei Unterböden ruiniert oder zumindest beschädigt. Aber wie gesagt, das Auto zündet die Reifen gut an, aber halt auf die Dauer gibt es ein Problem. Das hatten wir ja schon oft in der Formel 1. Und ein Problem des Aston Martins ist, dass die Instabilität bei dem nicht auf der Hinterachse, sondern auf der Vorderachse. Das heißt also, man muss dann vorne nachjustieren teilweise. Und wenn man vorne zu viel nachjustiert, wird er natürlich dann hinten instabil. Es ist also sehr schwer, das Auto in Balance zu kriegen. Und das resultiert immer in einem erhöhten Reifenverschleiß. Ja. Wir hatten schon Du hattest schon kurz die hinteren fünf Teams angesprochen, die sogenannte Formel 1B. Da gab es schon am Freitag kleine Dramen. Williams musste quasi ein Auto aus dem Rennen nehmen, weil Albon seinen Rennwagen gecrashed hatte. Sie hatten keinen Ersatzmonocoque da, kein Ersatzchassis da. Dann wurde Albon ins Auto von Logan Sargeant gesetzt. Erstmal, wie kann es sein, dass die kein Chassis haben? Und zweitens, kannst du die Entscheidung von James Vowles danach vollziehen? Die Nummer mit dem Chassis ist so, Williams hat die Entwicklung dieses Autos extrem weit nach hinten geschoben. Das heißt, man hat auch lange an der Form des Chassis gearbeitet. Es wurde natürlich spät abgesegnet, dadurch wurde die Produktion spät aufgenommen, das ist das eine. Dieses Chassis wurde mit einer komplett neuen Technologie gebaut, auch mit neuen Produktionsmaschinen, das musste sich ja alles erst einspielen. Das Chassis ist laut James Vowles 10-mal komplexer als das alte, viel, viel mehr Teile, die da zusammengefügt werden müssen. Deswegen hatte man eben nur zwei Chassis bereit für die ersten drei Rennen jetzt. Das ist das eine. Das andere, es war klar, dass dieses
Unfall Monocoque nicht reparabel an der Rennstrecke ist. Es war doch ein relativ großer Schaden, weil die Vorderradaufhängung in die Carbonröhre eingedrungen ist. Es gab auch hinten Probleme am Motor. Die Motorbefestigung ist ausgebrochen aus dem Chassis. Das heißt, es ist eine massive Reparatur. Man hat das Chassis dann am Samstag gleich zurückgeschickt nach England. Es soll bis Freitag jetzt in der Fabrik bearbeitet werden und dann Freitagabend oder Samstag früh nach Japan geflogen werden. Ist natürlich ein Riesenaufwand. Das dritte Chassis, das immer noch in Arbeit ist, wird auch für Japan nicht fertig. Das heißt, man hat dort wieder nur zwei. Zur Entscheidung Albon, Sargent, natürlich ist das bitter für Sargent. Ein anderer crasht das Auto und kriegt dann trotzdem seins. Ja. Auf der anderen Seite, man sieht ja, wie schwierig es geworden ist, für die kleinen Teams überhaupt Punkte zu holen. Und da muss man das, glaube ich, ganz nüchtern betrachten. Die Chance, mit Albon einen Punkt zu holen, ist größer als die mit Sargent. Albon hat den letzten Punkt um 9 Zehntel verpasst. Also es wäre sicher drin gewesen. Man muss dann auch dazu sagen, dass Albon natürlich unter einem massiven Druck gefahren ist. Der ist jetzt sicher nicht so gefahren, wie er hätte fahren können, weil der wusste genau, ich darf das zweite Auto nicht auch noch crashen. Erstens haben wir dann gar kein Chassis mehr und müssen schon in Japan auch mit einem Auto fahren. Und zweitens, das kann er dem Team einfach nicht antun. Ja. Yuki Tsunoda war dann der große Gewinner im hinteren Mittelfeld. 7. Platz, auch noch einen Platz gewonnen durch die Alonso-Strafe, richtig gut gepunktet. Bei Toro Rosso müssen wir dann aber natürlich auch auf den zweiten Fahrer gucken. Daniel Ricciardo, hier Heimspiel gehabt, viele Fans leider sehr enttäuscht nach Hause gegangen. Was ist mit ihm los? Warum kommt er da nicht in die Spur? Ja, er kommt mit dem Auto nicht so ganz klar. Er hat Schwierigkeiten, das Auto so abzustimmen, wie er es braucht. Und wir wissen ja aus dieser McLaren-Zeit, dass er eine ganz spezielle Abstimmung braucht und dass er eigentlich auch ganz anders fährt als Tsunoda. Wie gesagt, da hat er Schwierigkeiten. Er wäre natürlich im Qualifying etwas besser dagestanden, hätte er nicht die Track Limits da in Kurve 5 überschritten. Es war ein blöder Fehler. Wenn er dann, sagen wir mal, schon irgendwo zwischen Platz 11 und Platz 15 startet, sieht auch sein Rennen besser aus von da hinten. Überholen war extrem schwer. Es gab nur 17 Überholmanöver im ganzen Rennen. Ja. Und die meisten dann mit DRS. Also wie gesagt, der konnte nicht groß glänzen, aber er ist massiv unter Druck, das ist ganz klar. Sein Faustpfand ist Christian Horner, der ihn dort untergebracht hat, der an ihn glaubt. Aber ich glaube, mit den Leistungen kann nicht mal Christian Horner ihn dann irgendwann ins A-Team hochholen, wenn es denn mal sein sollte. Da bietet sich jetzt Yuki Tsunoda sicher eher an, weil man muss sagen, der fährt eine astreine Saison, der macht keine Fehler, der ist konstant schnell, immer da, ist jetzt wieder ins Q3 gefahren, was ja eine Auszeichnung ist für eines der Teams aus der hinteren Tabellenhälfte. Also man muss sagen, Hut ab Tsunoda, und Tsunoda steht nicht nur bei der Red Bull-Gruppe jetzt auf dem Wunschzettel, da gibt es einige Teams, die sich für ihn zu interessieren beginnen. Ja, Haas hat auch gut gepunktet, beide Fahrer sogar diesmal in den Top 10, nachdem Hülkenberg ja schon in Jeddah den 10. Platz mitgenommen hatte. Qualifying lief es nicht ganz so, da haben die, glaube ich, ein bisschen eingebüßt. Dafür ist die Rennpace jetzt wirklich sehr ordentlich. Haben die dieses Reifenthema jetzt endgültig gelöst? Ich glaube schon. Also sie haben ja, wie gesagt, wir haben jetzt drei unterschiedliche Strecken gehabt. Die Herausforderung in Melbourne wäre ja auch eine andere als auf den anderen beiden Strecken. Da ging es ums Körnen, nicht um die Abnutzung, also quasi die thermische Abnutzung, das Überhitzen und dann die thermische Abnutzung. Das war ein ganz anderes ganz andere Problematik, die zu lösen war. Das hat man wieder gut gelöst. Wie du schon gesagt hast, Haas war im Training jetzt nicht so überzeugend. Das hat zwei Gründe. Die einen, dem Auto fehlt es generell noch an Abtrieb. Das heißt, er leidet in den schnellen Kurven, haben die Fahrer auch gesagt. Aber, und das ist eben ganz wichtig für den Reifenverschleiß, er ist wenigstens gut ausbalanciert. Das ist das Wichtigste für den Reifenverschleiß, dass beide Achsen ungefähr gleich gut dran sind. Es hilft mir nichts, wenn ich auf der Hinterachse wahnsinnig viel Grip habe und vorne fehlt es oder umgekehrt. Ja. Und das hat Haas jetzt hingekriegt. Sie haben ein stabiles Auto. Der Abtrieb, den sie haben, der ist sicher verbesserungswürdig. Aber der ist stabil und deswegen können sie auch im Rennen konstant Leistung bringen oder konstante Rundenzeiten fahren. Und auch diesmal wieder hat Ayao Komatsu die richtige Strategie gefahren. Er hat gesagt, Leute, wir müssen im Training drauf schauen. Wichtig ist das Rennen. Wir müssen das Graining irgendwie im Griff haben und lasst uns darauf konzentrieren, auch unter dem Opfer, dass man dann schlechtere Startplätze hatte. Ich glaube, es waren 14 und 16 für Magnus und Hülkenberg. Ja. Aber dann wieder im Rennen alles richtig gemacht. Zumindest mal bei Hülkenberg, die beiden Boxenstopps waren, wie die Engländer sagen, spot on. Ja. Er hat Plätze gewonnen gegen Albon, gegen, wer war der zweite, Ricciardo, glaube ich noch. Ja. Bei Magnussen, da gab es intern ein bisschen Kritik. Der frühe Boxenstopp war wohl nicht das Beste. Dadurch ist ihn Ocon erstmal vorne vor der Nase rumgefahren. Ich glaube, Albon ist dran vorbeigefahren. Ja. Trotzdem noch für einen Punkt gereicht, was wieder zeigt, dass dieses Auto schnell ist. Und Magnussen hat ja Albon überholt auf der Strecke. Es war eins der wenigen Überholmanöver. Und hatte dann zum Schluss eigentlich Luft auf ihn. Er hat sich dann aber kurz vor dem Ende in Kurve 13 verbremst. Das hat dann plötzlich den Williams wieder rangebracht. Und dann wurde es nochmal eng. Deswegen konnte auch Haas
Jetzt, viele haben ja spekuliert, tauschen die jetzt die Plätze, ja. Was ja eigentlich gerecht gewesen wäre. Erst einmal hat der Magnussen dem Hülkenberg in Jeddah geholfen und er muss ja diesmal wieder den Hülkenberg vorbeilassen. Natürlich, weil sie auf einer anderen Strategie waren und Hülkenberg viel schneller zu dem Zeitpunkt. Also hätte man es ja durchaus verstehen können. Aber die Nummer läuft natürlich nicht, wenn hinten dran noch einer sitzt, der dann vielleicht insofern profitiert, dass er beide überholt. Ja, du hast schon gesagt, Haas, super Boxenstopps. Bei Sauber laufen die Boxenstopps gerade nicht so optimal. Schon in den ersten zwei Rennen lange Zeit gebraucht, viel Zeit verloren. Jetzt wieder zweimal gepatzt, sowohl bei Joe als auch bei Bottas. Was ist da los? Was ist das Problem? Ja, Bottas hatte das Problem, was schon bei den ersten beiden Rennen auftrat. Jeweils einmal, man ist bei der Konstruktion der Radnabe und der Radmutter ans Limit gegangen. Das heißt, wenn die Radmutter verkantet aufgesetzt wird, dann ist sie eigentlich so stark beschädigt, dass sie ausgetauscht werden muss. Man kann da nicht nochmal öffnen und nochmal reingehen, die ist einfach kaputt. Das heißt, man muss sie dann rausschrauben, das muss manuell gemacht werden und eine neue Radmutter muss rein, weil die hängen ja an den Felgen fest. Und das nimmt einfach, keine Ahnung, 20 Sekunden in Anspruch, je nachdem. Man hat jetzt versucht, dem Mechanikern zu sagen, nehmt es langsam, passt auf, dass die Radmutter gerade drauf sitzt. Lieber haben wir einen 3 bis 4 Sekunden Boxenstopp als einen mit 20. Ja. Beim Schuber ein ganz anderes Problem, da gab es Getriebenärger. Er konnte den ersten Gang nicht einlegen, ist da 20 Sekunden rumgestanden, bevor er wegfahren konnte. Ja. Kommen wir zum Schluss nochmal auf Red Bull zu sprechen. Der ganze Streit um Christian Horner trat ja ein bisschen in den Hintergrund. Die waren, glaube ich, auch nicht ganz unglücklich darüber, dass das Auto nicht so gut lief. Da mussten sie mal andere Fragen beantworten. Ist der Fall jetzt quasi, hat er sich beruhigt, ist er jetzt komplett tot oder läuft es da weiter? Ja, nach außen hat er sich beruhigt. Das war auch irgendwo das Ziel. Man will ja auf jeden Fall sicherstellen, dass Max Verstappen diese Weltmeisterschaft gewinnen kann. Also insoweit sind die Differenzen nicht, dass man jetzt diesen WM-Titel aufs Spiel setzt. Allerdings im Hintergrund schwelt das weiter, mehr denn je. Es gab ja dieses Treffen zwischen Oliver Minzlaff, diesen Watzlawick, der, glaube ich, für die Dosen zuständig ist, und den Thais in Dubai nach dem Grand Prix in Jeddah. Und die Thailänder oder die Mehrheitseigner haben Christian Horner eher noch mehr bestätigt. Also die stehen voll hinter ihm. Ja. Die einzige Chance, Horner loszuwerden, ist wirklich, dass die Mitarbeiterin vor Gericht geht, dass er in einem Zivilprozess dann wirklich, dass es offiziell festgestellt wird, dass es sich hier um Fehlverhalten gehandelt hat. Ja. Und wie gesagt, das kann dauern, also das wissen alle Beteiligten. Das heißt, es wird jetzt vorerst mal so weitergehen. Nach außen herrscht Friede, aber innen ist weiter Krieg. Was ich so gehört habe, sind auch die Scharfschützen liegen überall. Die Fronten sind nicht ganz eindeutig, auch bei Red Bull in Salzburg nicht. Ja. Also es ist weiter ein riesen Zirkus und naja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Es gab jetzt wieder ein Treffen, oder es gibt wieder ein Treffen, wieder in Dubai. Diesmal nur der Manager von Max Verstappen, Raymond Vermeulen, der trifft sich wieder mit den Thais. Da ist jetzt die große Frage, um was geht's da? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Vermeulen alleine das schafft, woran alle anderen gescheitert sind. Er wird den Thais, den Horner, nicht ausreden. Also da gibt es halt verschiedene Gerüchte. Vielleicht würde ich Ihnen gleich sagen, Leute, die Nummer ist durch. Wir gehen woanders hin nächstes Jahr. Ja, Verstappen ist sicherlich der Schlüssel zum Transfermarkt aktuell. Alle warten, bis da was passiert, bis da der Zug kommt. Toto Wolff spricht auch mittlerweile ganz offensiv, ganz offen über die Möglichkeit, Verstappen zu verpflichten. Was hörst du sonst noch für Tendenzen am Transfermarkt? Oder siehst du diesen Transfer von Verstappen schon fast fix? Nee, fix sehe ich ihn noch nicht, aber ich sehe ihn durchaus für möglich. Ja. Wie gesagt, weil ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass der Verstappen-Clan natürlich mit Jos Verstappen an der Spitze und auch Vermeulen irgendwie weg will von Red Bull, zumindest mal 2026, schon allein wegen der Motorproblematik. Man traut sicher Mercedes, Honda, die ja zu Aston Martin gehen, oder Ferrari mehr zu als RB Powertrains, die ja trotzdem noch ein privater Hersteller sind, auch wenn der Ford mit an Bord geht. Aber die haben ja auch die Erfahrung nicht, Ford. Und das Problem ist nur, man kann jetzt nicht sagen, Ende 25, tschüss, das war's. Ja. Man braucht ja einen Grund. Und der Grund ist jetzt da. Also gewissermaßen war diese Affäre, die ja schon im Dezember hochgepoppt ist bei Red Bull Salzburg, diese Beschwerde gibt es ja schon länger, die war fast wie ein Geschenk, ja, also wie ein Weihnachtsgeschenk. Weil plötzlich war was da, wo man, sagen wir, notfalls, wenn es denn notwendig wäre, rauskommt. Und als Hamilton dann bei Ferrari unterschrieben hat oder als das bekannt wurde, 4 Tage später, wie gesagt, tauchte die Geschichte plötzlich in der Öffentlichkeit auf. Das ist kein Zufall. Ja. Und das Problem ist für die Verstappens, dass sie können jetzt nicht sagen, naja, wir fahren dieses Jahr noch und nächstes Jahr und dann optimalerweise wechseln wir 26. Wenn sie jetzt nächstes Jahr auch noch fahren würden, würden sie ja diese jetzige Situation, also diesen Managementwechsel, der ja quasi ihr
Ihr Werkzeug ist, um rauszukommen, würden Sie akzeptieren? Ich kann nicht einmal akzeptieren und dann ein Jahr später sagen, jetzt habe ich es mir doch anders überlegt. Ja. Also wenn, muss der Wechsel jetzt stattfinden und notfalls müsste man halt dann eine Saison opfern, egal wo man hingeht. Mercedes ist sicher ein Kandidat, wahrscheinlich der größte, denn vom Namen her ist es das beste Team. Wie gesagt, da kann er Botschafter auf Lebenszeit spielen. Und wenn man ein Mercedes zu einem Siegerauto wieder macht, dass er jetzt 3 Jahre praktisch nicht war oder 2 Jahre nicht war, dann ist es sicher, wird es in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen als jetzt ein Aston Martin. Ja. Aston Martin ist auch an ihm dran, logischerweise. Lawrence Stroll will ja mit Macht zeigen, dass er ein Weltmeisterteam aufbauen kann. Notfalls mit der Brieftasche, wie er da in der Netflix-Serie erzählt hat. Und die würden auch noch Newey im Paket nehmen. Mercedes scheint an Newey nicht so interessiert zu sein. Also bei Newey streiten sich eher Ferrari und Aston Martin. Ja. Aber bei Max Verstappen geht es zwischen Mercedes und Aston Martin. Aber mein Gefühl sagt mir, er geht eher zu Mercedes. Ja, es gibt noch andere talentierte Fahrer, die auf dem Transfermarkt sind. Sainz hatten wir schon angesprochen. Hülkenberg, Alonso haben keinen Vertrag. Was hörst du? Wie geht's dahin? Oder warten die alle einfach jetzt erstmal, was bei Red Bull passiert? Ja, ich glaube, die warten alle ab. Und ich glaube, Alonso, er kokettiert ja immer noch damit. Ja. Er muss dann seine Grundsatzentscheidung treffen, ob er weiterfahren will. Und er entscheidet immer selbst über sein Schicksal. Und es ist manchmal gegen ihn und manchmal für ihn ausgegangen. Ich glaube schon, dass der nach der Hamilton-Verpflichtung bei Ferrari zunächst mal auf das Mercedes-Cockpit spitz war. Mhm. Wobei ich glaube, da hat er vielleicht gar keine so guten Chancen, wie er sich vielleicht mal ausgerechnet hat. Weil erstens gibt es ja immer noch die alten Geschichten. Jetzt die Nummer da mit Russell, das hat ihm sicher nicht gut getan oder seinem Image nicht gut getan. Die bei Mercedes waren da schon ziemlich sauer und haben ihm versucht, da den schwarzen Peter zuzuschieben, wo es nur geht. Also das macht man ja eigentlich nicht mit dem Fahrer, mit dem man spekuliert für die Zukunft. Und wenn man so zwischen den Zeilen hört man, dass er da eher lieber den Antonelli nehmen würde als den Alonso. Aber ich glaube, Alonso ist inzwischen schon einen Schritt weiter. Ja. Der rechnet damit, dass er Verstappen geht. Und bei Red Bull, das weiß er. Wenn er da nur ein Jahr kriegt, das würde ihm auch reichen, dieses eine Jahr, das wäre vielleicht sein dritter Titel. Und ich glaube, das ist, worauf er sich jetzt konzentriert, wo auch sicher Flavio Briatore ansetzen wird, der mit Christian Horner sehr gut auskommt. Also ich glaube eher, Alonso ist scharf auf den Red Bull-Sitz. Bei Sainz würde ich mal sagen, der spekuliert vielleicht eher mit Mercedes, weil Leute, die einmal bei Red Bull waren, werden selten zurückgenommen, außer Christian Horner entscheidet es, wie bei Ricciardo. Für Sainz, glaube ich, ist schon Mercedes das attraktivere Cockpit. Aber da drängelt auch Audi. Ja. Die wollen jetzt in den nächsten 3-4 Wochen schon mal wissen, wenigstens einen Fahrer festzurren, damit die nicht alle verloren gehen. Und Sainz steht da ganz oben auf der Liste. Hülkenberg auch, hört man ja. Hülkenberg ist auch auf der Liste, ja. Idealerweise würden Hülkenberg und Sainz fahren. Ja. Die Frage ist, ist das möglich? Und ich glaube, Hülki muss sich da keine Sorgen machen. Der kommt da schon unter. Über Christian Horner hatten wir schon gesprochen. Ein anderes großes Politikthema betrifft FIA-Präsident Bin Sulayem. Hat ja gerade so einen kleinen Skandal überstanden. Der Vorwurf lautete ja, dass er sich da eingemischt haben soll in sportliche Angelegenheiten, in die Abnahme der Strecke in Las Vegas. Wurde jetzt vom Ethikrat freigesprochen, vom eigenen Ethikrat. Kaum war das Statement draußen, kam Susi Wolf um die Ecke mit einem eigenen Statement. Sie hat ja die FIA verklagt, Anklage erhoben von einem Zivilgericht in Frankreich. Da ging es um den Vorwurf oder die Untersuchung gegen die beiden Eheleute Wolf, dass die da interne Informationen weitergereicht haben sollen. Da sieht man den Ruf bestätigt. Glaubst du, das kann sich zu einem großen Skandal ausweiten? Wie groß ist die Gefahr für den FIA-Präsidenten? Ja, die Gefahr ist für den Präsidenten sicher größer als vor dem eigenen Ethikrat. Da muss schon viel passieren, dass der gegen seinen eigenen Präsidenten vorgeht. Ich will jetzt da die Unabhängigkeit nicht anzweifeln, aber wie gesagt, kann man ja verstehen, bei einem Zivilgericht ist man ja wie immer vor Gericht in der Hand Gottes. Und, aber ich glaube, die Geschichte, es gibt ja keine Beweise dafür. Oder es stand auch, der Name Susi Wolf wurde nie explizit erwähnt, dass sie diejenige war, die diese Information dann durchgestochen hat an Toto Wolf, der sie ja dann bei irgendeiner Teamchefsitzung erwähnt haben soll. Also das sind ja alles Vermutungen. Der Nachweis wird sehr schwer zu führen sein. Wie gesagt, die Nummer kann für den Präsidenten nach hinten losgehen, aber auch für Susi Wolf. Ja, kommen wir noch zum nächsten Rennen, wie immer ganz am Ende. Suzuka steht vor der Tür. Ganz andere Strecke natürlich als hier im Albert Park. Wen erwartest du da stark? Kann Ferrari vielleicht mit Red Bull mithalten? Wie sieht es da im Verfolgerfeld aus? McLaren war letztes Jahr sehr stark da. Ja, also ich sehe Red Bull als klaren Favoriten dort. Das muss man einfach, weil ich glaube, das ist ihre Paraderennstrecke. Schnelle Kurven am Anfang. Letztes Jahr hat Max Verstappen ja da eigentlich alle in Grund und Boden gefahren. Allein im ersten Sektor so eine halbe Sekunde, da war schon mal Ruhe für den Rest der Runde. Und ich sehe McLaren sehr stark, weil diese Strecke passt McLaren. Ja, da gibt es nur 2 Kurven, die sie fürchten müssen.
Der Rest ist auf das Auto zugeschnitten. Ferrari ist deutlich besser geworden in den schnellen Kurven. Das war ja letztes Jahr ihr Schwachpunkt. Also ich würde mal sagen, die werden mit McLaren da auf Augenhöhe um die Stelle hinter Red Bull kämpfen. Muss uns nicht entmutigen, wenn Red Bull dort wieder gewinnt. Wir werden sehen am Abstand, ob sich Ferrari da wirklich im Vergleich zum letzten Jahr da näher ranbewegt hat. Ich glaube schon. Ja, wie gesagt, man kann auf einen spannenden Kampf McLaren gegen Ferrari hoffen. Und ob der Mercedes seine Probleme hinkriegt, keine Ahnung. Also ich glaube, die wissen das selber nicht. Man macht jetzt wieder eine Fehleranalyse. Ja. Und bis jetzt hat sie zu nichts geführt. Vielleicht findet mal irgendeiner wirklich dieses eine Puzzlestück, wo sie glauben, dass sie dann auf den richtigen Trip bringt. Ja, es wird aber auf jeden Fall interessant, weil ja gerade erst ein halbes Jahr her ist, dass das Rennen stattgefunden hat. Dieses Jahr deutlich früher Japan. Auch vom Klima her vielleicht ein bisschen anders. Also wird auf jeden Fall ein spannendes Wochenende. Wir machen uns selbst auf den Weg. Du bleibst noch hier, ein paar Tage in Australien. Ich fliege wieder zurück in die Heimat. Was bleibt uns noch zu sagen? Wir haben uns auf den weiten Weg gemacht. Wenn ihr noch andere Kanäle abonniert habt, schaut doch mal, ob die Leute selbst da waren, wie wir selbst mit den Leuten reden oder ob die das nur aus dem Fernsehen nachplappern. Wir denken, dass es das Bessere ist, wenn man selbst mit den Leuten redet und scheuen den Aufwand auch nicht. Auch wenn es hier heute ein bisschen laut war, ich hoffe, die Qualität von Bild und Ton war einigermaßen in Ordnung. Im Studio wäre es natürlich einfacher. Aber ich hoffe, man hat uns verstanden und die Informationen kamen rüber. Wie gesagt, wir sind demnächst unterwegs, wieder viel Zeit im Flieger und melden uns dann natürlich nach Suzuka wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus, Sie haben gerade den Schlussgong gehört.